Es ist schon richtig lange her, seitdem ich das letzte Mal gebloggt habe. Bestimmt schon 2 Monate. Diese Haare sind schon nachgewachsen. Ich möchte euch gerne mal etwas zeigen. Und zwar mache ich gerade einen oder bereite ich gerade den Teil eines Geburtstagsgeschenkes für Eva vor. Also das erste, was ich Eva schenke, ich kann euch das jetzt ruhig sagen, weil wenn ihr das seht, dann hat Eva das Geschenk schon bekommen. Das ist ein Accessoire, das wir in Frankreich gesucht haben. In Frankreich war ja schon ziemlich starke Sonne. Und Moment, ihr habt hier ein kleines Haar, das mache ich euch mal rein. Und ich habe zu Eva gesagt, da reicht eigentlich gar keine normale Mütze aus. Wir bräuchten diese, wisst ihr, diese Safari-Caps mit dem schrecklichen Nackenschutz. Haben wir nicht gefunden. Eva hat noch gesagt, okay, wenn wir das finden, dann holen wir uns das. Wir haben es nicht gefunden. Ich habe es aber jetzt gefunden. Das ist das hier. Und dann möchte ich natürlich auch Bilder haben. Beweisbilder, wie Eva mit dieser Mütze spazieren geht. Das werde ich ihr schenken. Aber dann soll sie natürlich auch etwas Nützliches bekommen, ne? Und zwar, beziehungsweise etwas Spaßiges verbunden mit hoffentlich auch etwas Nützlichem. Und zwar ist das von Krieg und Freitag Psycho, du kleiner Schlingel. Das ist das hier. Und ich fand, das klang sehr interessant. Es hat sehr gute Bewertungen bekommen und darum habe ich das mitgenommen. Das sind so Comic-Strips. Hier sieht man das ganz gut. Hier vorne steht drauf, Moment mal, genieße ich etwa gerade das Leben? Also ich fand, das klang ganz interessant. Dann habe ich, als ich hier für meine Wohnung Bilder gesucht habe, und dazu komme ich dann auch noch später, habe ich ein Bild gesehen, das mich an die Provence erinnert hat. Das war ganz minimalistisch, das war ein ganz flaches Bild. Das sah meiner Meinung nach auch ein bisschen so aus wie mit Procreate. Das würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren, aber dafür brauche ich ein iPad. Und das habe ich nicht. So sah das aus wie mit Procreate gestaltet, weil es wirklich sehr flach war, sehr minimalistisch. Da war eine Sonne vor einem Himmelhintergrund, dann die Berge und die Sonne war hinter den Bergen. Ach, ich kann euch das mal zeigen, weil das versuche ich gerade zu zeichnen. Und ich meine, dass in diesem Bild auch ein tatsächlicher Oldtimer stand, T1 oder so. Und jetzt male ich einfach oder zeichne ich das Bild so nach und zeichne einfach Bullrich dazu. Hier muss ich nochmal rüber, das ist ungleichmäßig oder vielleicht lasse ich es auch so, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall muss ich hier nochmal rüber. Das Problem ist, dass das nicht schwarz ist. Das sieht jetzt schwarz aus, aber das ist nicht schwarz. Mal gucken. Das ist für mich jetzt auch neu, diese Art zu zeichnen, weil es so flach ist. Wisst ihr, da ist keine Tiefe drin, das ist alles so flach. Das finde ich sehr interessant. Das macht ja für mich so diesen Minimalismus bei Bildern aus. Eine Form des Minimalismus. Es gibt auch einfach Bilder, da ist nur ein Kreis drauf. Das ist auch ein bisschen sehr minimalistisch, ne? Ja, das möchte ich jetzt noch fertig zeichnen. Das hat sehr lange gedauert, bis ich diese Farbe von Bullrich endlich mal zusammengemischt habe. Farben mischen, ne? Ja, und das mache ich jetzt mal. Nach Hause gekommen und es ist ein Paket angekommen und zwar dieses hier. Warte mal. Von
Miaustore. Das ist für meine Katzen, falls ihr das noch nicht erraten habt. Und zwar habe ich denen einen Trinkbrunnen gekauft. Nicht nur irgendeinen Trinkbrunnen. Ich wollte keinen Plastiktrinkbrunnen, also nichts aus Plastik, wisst ihr? Ich hatte das ganz, ganz am Anfang, da hatte ich Plastiknäpfe. Und da hat der Stimpy, mal abgesehen davon, dass das Plastik generell schädlich ist, hat der Stimpy aber auch Kinnakne bekommen. Warum mache ich das eigentlich auf dem Kopf auf? Und ich finde die Plastiktrinkbrunnen auch nicht so schön. Die sehen halt immer billig aus, ne? Solltet ihr jetzt einen Plastiktrinkbrunnen haben, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Das kann ja jeder machen, wie ihr denkt. Ach, jetzt ist hier auch noch Styropor drin. Ich habe ja ein Problem mit Styropor. Ich glaube auch, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Oh. Hm. Wie mache ich das? So sieht es aus. Es gab es in mehreren Farben. Ich habe das bei einer Freundin gesehen. Bei der war ich heute im Übrigen auch. Wir treffen uns jeden Dienstag zum Serienabend und gucken dann eine Folge einer Serie, die wir aktuell gucken. Momentan ist das The Sandman. Wir sind jetzt bei der dritten Folge. Gefällt uns richtig gut. Und bei ihr habe ich auch den Brunnen gesehen. Und wie wir alle wissen, gibt es keinen Datenschutz. Darum habe ich eine Insta-Ad bekommen. Über eben diesen Brunnen. Sie hat den in Braun, sieht auch sehr schick aus. Ich habe den jetzt in Cremefarben, Milch heißt es, glaube ich, Gold. Oh mein Gott, warum muss das so sein? Eine Ewigkeit später. Krieg ich direkt mal einen Sternabzug. Morning. Das stimmt nicht. Es ist schon 12.15 Uhr. Ich habe meinen Vormittag damit verbracht, das YouTube-Banner neu zu überarbeiten. Wisst ihr noch, dass ich euch mal erzählt habe, dass ich gerne auch mal eure Kommentare sammeln möchte und die auf meinen YouTube-Banner packen möchte? Ja, und damit habe ich mich heute beschäftigt. Und habe ein paar Kommentare gesammelt und die jetzt so ein bisschen so zusammengebastelt, dass es eben einen YouTube-Banner ergibt. Oh, halt, ich kann das nicht einhändig. Ich muss euch mal kurz abstellen. So, jetzt passt es wieder, ne? Das, was da liegt, das gehört eigentlich auf die Stühle. Kann ich aber nicht mehr machen, weil der kleine dicke Moppel da drauf gepieselt hat. Gefällt ihm vielleicht nicht so. Aber hätte er mir auch mal anders sagen können, ne? Ja, jedenfalls bin ich mit dem Banner soweit fertig. Oh, ich trinke jetzt meinen Kaffee, da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich heute den ganzen Vormittag dran rumgeschnibbelt. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich bin ja gerade so beim Budgetieren, ne? Das habt ihr vielleicht mitbekommen, habe ich auf Instagram kurz gezeigt und auf TikTok bin ich da ein bisschen aktiver, beziehungsweise möchte ich jetzt ein bisschen aktiver werden. Ich werde natürlich hier auf YouTube auch so ein bisschen drüber sprechen und das zeigen, aber also wisst ihr, ich muss die Kanäle irgendwie auch so ein bisschen auseinanderhalten und auf TikTok möchte ich auch sehr aktiv sein, was das Budgetieren angeht. Aber da muss ich jetzt mal alles in Anführungszeichen setzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mache das ja gerade ein paar Wochen, ne? Wie das langfristig gesehen sich entwickelt. Aber weil mir das halt Spaß macht und ich ja kreativ sehr gerne unterwegs bin, habe ich mal so ein paar Challenges gebastelt. Die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe euch jetzt mal auf ein Stativ gestellt, weil sonst wird das hier nichts. Im Rahmen von dieser ganzen Budgetierungsgeschichte, da weiß ich ja wie gesagt nicht, wie lange ich das mache. Ich bin schon sehr motiviert, das weiterzumachen, ne, weil es mir auch Spaß macht. Und weil ich schon merke, dass es auch was bringt, weil man ganz anders einkauft. Im Rahmen dessen habe ich mir jedenfalls so Spar-Challenges ausgedacht und die auch mal erstellt. Da habe ich zum einen die aus 5 macht 200 Spar-Challenge, also das habe ich jetzt einfach so genannt, aus 5 macht 200. Das sieht so aus, da packt ihr einfach immer 5 Euro in den Umschlag und malt eben, wenn ihr 5 Euro reingepackt habt, hier immer ein 5 Euro ab
Und dann ergibt, wenn das alles voll ist, ergibt es dann 200 Euro. Dann habe ich eine Urlaubschallenge erstellt. Und wenn man das Ganze abgezeichnet hat und das alles im Topf ist oder im Umschlag, dann ergibt das Ganze 1000 Euro. Das kann man auch gut über das Jahr hinweg sparen. Wenn es jetzt plätschert, dann ist das der Wasserbrunnen. Der Stimpy geht jetzt auch Gott sei Dank endlich mal an diesem Wasserbrunnen. Aber er ist auch noch sehr skeptisch, ne? Dann habe ich die 52-Wochen-Challenge. Die kennt ihr bestimmt auch. Da kann man 1378 Euro in einem Jahr sparen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Da gibt man die in der ersten Woche 1 Euro, in der zweiten Woche 2 Euro, in der dritten Woche 3 Euro in den Umschlag. Und dann ergibt das am Ende 1378 Euro. Ja, das ist, glaube ich, auch so die geläufigste, wobei ich für mich jetzt schon sagen kann, das wäre für mich die schwierigste, weil es am Ende so ist, dass ihr in der einen Woche 50 Euro reinpackt, in der nächsten Woche 51 und dann darauf die Woche 52. Da spart ihr mal im Monat 200 Euro, das ist schon viel, ne? Dann habe ich natürlich auch ein Sparglas und einmal dieses 100 Euro Sparglas. Also wenn das voll ist, dann habt ihr eben 100 Euro. Und das Ganze habe ich auch mit 50 Euro. Je nachdem, was gerade so über ist, ne? Ja. Und dann möchte ich gerne noch eine Challenge machen. Die weiß ich noch nicht genau, wie ich die nenne. Wahrscheinlich werde ich die nennen unerwartet. Ja, also kein Notgroschen, weil Notgroschen ist für mich so etwas wie Sonstiges. Und Sonstiges finde ich immer ganz schwierig, weil da irgendwie alles drunter fällt. Und wofür ist denn der Notgroschen? Wie definiert man das? Also werde ich noch auch so etwas machen und das dann Unerwartetes nennen. Ja, da muss ich mal gucken. Aber es sieht ganz süß aus, ne? Ich werde mal gucken, dass ich euch das auch zur Verfügung stelle für den Download, falls euch das auch interessiert, falls ihr es auch mal machen möchtet. Ich werde jetzt das Video nochmal prüfen, was morgen online gehen soll. Nachdem ich das geschnitten habe und nachdem das exportiert ist, gucke ich mir das ja immer nochmal an, ne? Einmal zum Nutzersicherheit. Und was ich auch vorhabe, ist, meine Bücher weiter aussortieren und die auf Momox oder Rebuy, das plane ich erstmal, ne? Dass ich die dort verkaufe. Habe ich aber noch nie gemacht und ich muss mal sagen, wenn das jetzt zu, also wenn das jetzt wirklich nur so ganz minimalste Centbeträge sind, sowas wie 11 Cent, 13 Cent oder sowas, dann würde ich die auch einfach gern verschenken. In Salzwedel hat nämlich einen Umsonstladen eröffnet, der ist jeden Donnerstag auf und das finde ich super cool. Ich habe ja eine Facebook-Seite mal erstellt, die nennt sich Freestuff Salzwedel und das verfolgt ja dasselbe Prinzip. Bevor man etwas wegschmeißt, stellt man es da rein, jemand anderes freut sich vielleicht drüber. Und das ist auch das Prinzip von dem Umsonstladen. Da kann man dann eben etwas mitbringen und auch etwas abholen und oder mitnehmen wieder und das eben umsonst. Und da würde ich dann eben auch gerne ein paar Bücher noch zur Verfügung stellen und vielleicht auch tauschen. Es sind wirklich einige Bücher, die ich aussortiert habe. Kein Ankauf? Oh, du kleiner Fisch. Deckst du dich? Da bist du ein bisschen groß, Schatzi. Oh, du kleine Raupe, du. Du lenkst mich immer so süß ab. Dein süßer Flauschebauch. Du siehst aus wie eine Raupe. Mit zwei süßen Füßchen. Timbi, du lenkst mich hier aber gut ab. Das muss ich dir mal sagen. Dieses schöne Buch, Timbi, guckst du dir an. Unglück, dass es doof ist. Zack. Das kommt da. Das sind Cover aus dem Lux Verlag. Damals, als der Lux Verlag noch nicht mit Pastellfarben gearbeitet hat. Kleine Planänderung. Ich habe gerade von euch eine Information bekommen. Und zwar sollte ich mal die App Sell for More ausprobieren.
Die sucht nämlich dann den besten Anbieter eigenständig raus, wo man die Bücher dann verkaufen kann. Ich versuche das jetzt mal, das ist natürlich total ärgerlich, weil ungefähr 1,5 Stunden meines Lebens jetzt draufgegangen sind. Aber ich gucke jetzt nebenbei noch einen Film. Heute ist Sonntag, heute ist ein Horrorfilm dran, aber ich glaube wirklich, ich habe alle geguckt. Ich glaube, es gibt keinen mehr, keine guten mehr, die ich nicht geguckt habe, ne? Hi Loki, willst du mal zu mir kommen? Und der stiefelt vorbei. Das verletzt mich jedes Mal. Sell for more. Das sind jetzt die Bücher, die ich aussortieren will. Ich werde die nachher mal zählen. Das ist hier die erste Ladung. Das ist die zweite Ladung. Da sind auch zwei DVDs mit bei, die werde ich auch los. Und in dem Beutel sind lauter DVDs. Die gebe ich dann in den Umsonstladen ab in Salzwedel. Ich glaube, das sind ungefähr 30 DVDs. Ich wollte euch mal zeigen, was da jetzt rausgekommen ist. Das sind 112 Euro. Und das Ganze ist, das seht ihr glaube ich jetzt ganz schlecht, das blende ich euch vielleicht nochmal anders ein, aufgeteilt in Momox und in Rebuy. Da. Das sind jetzt die Pakete, die ich gepackt habe. Das beides ist Rebuy und das ist Momox. Das ist jetzt das, was nicht mehr mitging. Da war ich nicht schnell genug. Ich habe nämlich gelernt, dass man, wenn man schon gerade dabei ist, das Ganze einzuscannen, dass man da ziemlich schnell sein sollte, weil sich der Bedarf von diesen Portalen ziemlich schnell ändern kann. Also ist das jetzt alles wieder hier geblieben. Kryptos habe ich jetzt hier gelassen aus irgendeinem Impuls heraus und ich kann euch das nicht sagen, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, behalt Kryptos mal. Obwohl ich das Buch nicht gut fand, ne? Das war ja im Rahmen eines Poznanski-Marathons, den habe ich mit Jenny gemacht, von Jennys Lesestoff. Ich blende euch mal das Video ein. Das ist so eine interaktive Lesevlog-Reihe. Tja, und tatsächlich hat mir das Buch nicht gefallen, aber ich habe mich jetzt nicht gut dabei gefühlt, das wegzugeben. Und darum habe ich es wieder rausgenommen. Mal gucken, was mein Bauchgefühl mir sagen wollte. Wir haben Donnerstag und es ist richtig, richtig fresh draußen. Ich komme gerade von der Arbeit. Es hat natürlich geregnet. Das ist doof, weil ich alles auf dem Balkon habe liegen lassen. Ist natürlich jetzt alles nass geworden. Tja. Aber ich will mich nicht beschweren, because ich freue mich, dass es nicht mehr so heiß ist. Übrigens habe ich eine Nachricht bekommen, dass mein Rebuy-Paket angekommen ist. Jetzt wird das Ganze noch geprüft und dann sollte ich in den nächsten Tagen eine E-Mail erhalten mit den Infos, was angenommen werden kann und was nicht. Mal gucken. Eigentlich sind das aber alles Bücher, die in Ordnung sind. Also ich habe die schlechten Bücher alle schon aussortiert. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dass ich von Stephen King mal ein Buch bekomme. Ich habe von Stephen King mal ein Buch bekommen über Rebuy. Was war denn das für ein Buch? Weiß ich nicht mehr. Das war so zerfleddert. Das war eine Frechheit. Das war, hat sich nicht mal gelohnt, wieder zurückzuschicken.
Habe ich auch nicht gemacht. Sind wir so Hunger? Dass ihr immer euren Anstandshappen drin lasst. Das ist auch so ein Katzenphänomen. So. Jetzt fressen sie ja schon so halbwegs, obwohl der Loki noch nicht so ganz. Ich habe leider ein neues Futter gekauft und zwar dieses hier. Und das kann ich sowas von gar nicht empfehlen. Beziehungsweise, das hat sehr gute Bewertung. Das ist auch gut. Also von den Inhaltsstoffen her ist das sehr gut. Aber da meine echt ein Problem, ne? Das Ding bei Katzen ist ja immer, wenn die sich an eine Sache gewöhnt haben, dann sollte das im besten Fall so beibehalten werden. Wenn man dann was ändert, das ist ganz schwierig. Und dann möchte ich euch was zeigen. Und zwar hat eine Bekannte von mir mir ein Binder geschenkt tatsächlich. Wisst ihr, was diese gesamte Cash-Stuffing-Geschichte angeht? Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und ich habe gedacht, dass wir zusammen mal umpacken. Wisst ihr, wie ich meine? Auf TikTok habe ich das schon gemacht. Also wenn euch diese gesamte Cash-Stuffing-Sache interessiert, dann solltet ihr tatsächlich mal auf TikTok vorbeischauen. Auch wenn das jetzt so ein Tool ist, das euch erstmal nicht so interessiert, ne? Aber kommt, ich habe mich schon dran gewöhnt. Wenn ich mich dran gewöhne, gewöhnt ihr euch auch dran. Da lade ich immer so kurze Videos hoch. Wisst ihr? TikTok halt. Irgendwie gefällt mir diese Einstellung von der Kamera so gar nicht. Ich habe immer noch ein Problem mit dem Fokus. Deswegen wandere ich gerade so ein bisschen umher. Wisst ihr, ich muss mal kurz gucken. Mit diesem Hell und Dunkel. Da kümmere ich mich am Wochenende drum. Jetzt zeige ich euch mal den Binder. Das ist jetzt der Binder, den ich bekommen habe. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und den habe ich auch schon eingerichtet, in Anführungszeichen. Das sieht so aus. Ich habe hier diese Dashboards entworfen. Diese hier, die finde ich nämlich ganz schick. Und dazu habe ich dann noch den Tracker entworfen. Da kann man ganz gut erfassen, wann man was ausgegeben hat oder wann man was entnommen hat. Das ist Plus, Minus, geht beides. Genau, das hier sind die Lebensmittel. Das hier ist Tanken. Da habe ich jetzt keine Tracker. Das könnte ich natürlich für alles machen. Vielleicht mache ich das auch mal, damit ich noch zumindest zum Anfang mal einen Überblick habe. Tanken, da nehme ich mir auch gleich was raus, weil ich morgen unbedingt tanken muss. Restaurant sind immer noch die 20 Euro drin, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, auch sehr zu essen. Dann habe ich hier noch Drogerie, das kennt ihr ja alles. Ich zeige euch nur mal die Dashboards, die finde ich nämlich tatsächlich ganz schön. Ich habe hinten auch noch Challenges gebastelt. Warum sage ich mal gebastelt? Ich habe das nicht gebastelt, ich habe es entworfen. Wohnung, da habe ich auch noch nichts entnommen. Gesundheit auch noch nicht. Ungeplant habe ich noch mit dazu genommen, weil ich das tatsächlich ganz wichtig finde. Ich finde Sonstiges immer schwierig, aber ungeplant kann ich ein bisschen besser einordnen. Sonstiges kann ja halt alles sein, ne? Da habe ich 50 Euro reingetan. Wo ich die jetzt hier habe, erfahrt ihr auf TikTok. Genau, das sind jetzt hier die Challenges, die ich noch entworfen habe. Das ist einmal eine Urlaubs-Challenge, das ist für mich ganz wichtig. Das sind jetzt hier lauter 20 Euro. Und wenn man die eben voll hat, dann ergibt das Ganze 1000, hat man dann hier drin. 20 habe ich schon reingetan, wo ich die her habe. Erfahrt ihr auch auf TikTok. Und dann habe ich hier noch eine Spar-Challenge, 5 Euro Spar-Challenge. Ich habe die jetzt mal aus 5 macht 200 genannt. Da habe ich auch schon 5er drin. Den habe ich dann hier eben abgezeichnet. Genau. Ja, und das muss ich mir noch ausgucken. Das fehlt mir noch. Das habe ich irgendwie vergessen. Das ist Freizeit, Urlaub und Stimpy und Tobi. Könnt ihr mir mal verraten, wie ich das vergessen konnte? Für die beiden habe ich schon was gekauft. Das ist das Futter, das die beiden nicht mögen. Da habe ich meinen Jackpot gelandet. Zack. Ja, das sind jetzt hier noch meine, die brauche ich ja immer noch, ne? Meine kleinen Umschläge hier. Das sind noch meine Sicherheitsumschläge, die brauche ich jetzt gerade nicht. Was ich brauche ist Tanken. Die finde ich echt toll, diese kleinen Umschläge. Die sind einfach richtig praktisch. Da möchte ich natürlich voll tanken. Zack, zack, zack. Nehme ich jetzt mal 90 Euro mit. Brauche ich natürlich nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr als 70. So.
Dann kommt das hier wieder in mein Portemonnaie. Zack. Genau, dann hätte ich jetzt einen Tracker, dann würde ich morgen aufschreiben, wann ich wie viel getankt habe und wie viel noch in dem Bereich drin ist. Bei Lebensmitteln habe ich momentan noch 172,25. Also 75 Euro, da habe ich echt schon gut gerechnet in der Woche. Ne? Und dann möchte ich ja, oder bin ich gerade dabei, noch Herbst-Dashboards zu entwerfen. Wartet mal, ich zeige euch mal den groben Plan. Der grobe Plan sieht dann so aus in etwa. Da muss ich mal noch gucken. Aber so in etwa. Das ist jetzt für Sinking Funds. Hier kann man dann reinschreiben, zum Beispiel Miete oder etwas in der Richtung. Ja, und dann trackt man eben hier, wann man wie viel was reingesetzt hat. Die sehen alle ähnlich aus, aber nicht gleich. So. Der und der. Genau. Aber da muss ich mal noch ein bisschen rumtüfteln. Diese Dashboards und die Challenges und die Tracker, die findet ihr auch in meinem Etsy-Shop. Ich lasse euch mal einen Link da, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wenn ihr da Lust drauf habt. Ich finde die ganz schick. Ich möchte mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Mir macht das auch echt viel Spaß, ne? Tja, schon toll, oder? Ich hätte mir jetzt noch kein Bein da geholt, muss ich sagen. Aber da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Ist jetzt auch noch ein bisschen anders, ne? Weil das so kompakt ist. Da flattern nicht die ganzen Umschläge überall rum. Eine Sache wollte ich jetzt so noch machen. Und zwar wollte ich mal hier das ein bisschen klein machen. Ich fahre nämlich morgen zu einer Freundin und da möchte ich mir gern einen vegetarischen Döner holen. Wartet mal, wo hatte ich denn das? War das bei ungeplant? Ja. An das Barzahlen habe ich mich tatsächlich schon gewöhnt. 15, 15, 20. Das kommt da raus. Dann kommt das hier rein. So, hey. Achso. Schon spannend irgendwie, oder? Ich finde das Thema immer noch sehr, sehr spannend und ich muss mal sagen, ich komme ganz gut damit zurecht. Ich war ja ein bisschen skeptisch, was das Barzahlen und so angeht, ne? Weil ich das einfach nicht mehr gewohnt bin, muss ich auch sagen. Aber das Fatale ist ja, wenn man nicht bar zahlt, dann verliert man halt einen Überblick, ne? So, wisst ihr, und diese kleinen, das hatte ich euch auch schon bei TikTok gezeigt. Sorry, aber bei TikTok bin ich da am aktivsten, was das angeht. Und diese kleinen Umschläge, die tue ich dann einfach hier so rein. Zieh so. Zack. Genau. Das finde ich auch sehr super. So. Bin mal gespannt, ne? Aber ich glaube ja, dass das ein paar Monate braucht, bis sich das so einpendelt. Das, was ich jetzt so im Bereich Quittung, was ich da so angesammelt habe, das ist ja das, was ich dann quasi beim nächsten Mal weniger abhole vom Bankkonto. Und ich glaube, dadurch ergibt sich dann auch dieses Sparen. Das ist das, was ich online bezahlt habe. Wisst ihr? Dann hatte ich vielleicht kein... Was waren da? Ach so, das war mein allererster Einkauf. Da habe ich noch nicht mit dem Budgetieren angefangen. Das war ein paar Tage davor. Ist aber schon in den Monat habe ich aber schon in den Monat reingezählt. Da habe ich noch online bezahlt. Also online. Da habe ich noch mit meiner Karte bezahlt. Und das habe ich quasi dem Bereich Lebensmittel entnommen und in die Quittung reingetan. Da tue ich alles rein, was ich mit Karte bezahle. Würde ich jetzt zum Beispiel tanken fahren und ich hätte das vergessen mitzunehmen, diesen kleinen Umschlag, dann würde ich ja mit meiner Karte bezahlen. Dann würde ich das aber dem Umschlag entnehmen und dann in den Bereich Quittung reinmachen. Das habe ich jetzt bloß Quittung genannt, könnte man auch irgendwie anders nennen. Ne?
Genau, und dann würde ich das beim nächsten Mal weniger abheben. Wisst ihr? Wartet mal. Zack, so. Ja. Ich finde das immer noch sehr spannend. Spannend vor allem, weil ich ja kein strukturierter Mensch bin. Also ich bin in gewisser Weise schon strukturiert, ne? Aber ich würde mich jetzt nicht prinzipiell zu den Struckis zählen. Oh, deswegen ist das Thema für mich neu. Das Thema Listen wird, so oft ich das auch mache, immer neu für mich sein, weil es irgendwie ungewohnt ist. Weil das nichts ist, wie ich eigentlich arbeite. Aber es macht mir noch viel Spaß. Ich will euch mal updaten über die ganzen Dinge, die ich hier so ausprobiert habe. Die veganen und vegetarischen. Aber das ist irgendwie das, was ich ausprobiere, ist immer vegan. Und zwar ist das von Müller die Vegan Ready-to-Drink auf Haferbasis Erdbeermilch. So sieht das aus. Die war, muss man nicht machen, also ich fand sie jetzt nicht so lecker, muss ich sagen, weil Erdbeer und Hafer irgendwie für mich nicht so gut zusammenpasst. Und nach genauerem drüber nachdenken möchte ich von Müller einfach auch nichts kaufen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich von Müller veganen Kram kaufen will, weil Müller ist schon jetzt nicht so nice, ne? Da, im Übrigen hat irgendjemand von euch mir erzählt, dass, und das habe ich dann auch auf Instagram gesehen, dass es in einigen Bereichen in Deutschland bereits eine vegane Fleischtheke, dass es eine vegane Fleischtheke gibt. Ist das nicht großartig? Ich finde es unfassbar toll. Und da denke ich immer, okay, es setzt sich jetzt halt doch durch, ne? Also es muss sich ja irgendwie lohnen. Ach so, und dann hat mir auch jemand von euch erzählt, dass Rügenwalder komplett umstellen möchte auf vegan. Also es muss sich einfach auch lohnen. Das finde ich, also das hat mich richtig gefreut. Dann habe ich von Y-Food, oder wie auch das immer ausgesprochen wird, This is Food Vegan, das ist dieser, ja, da, wisst ihr, da hatte ich irgendwie Appetit, wartet mal, ich mache mal kurz scharf, da hatte ich Appetit und hatte aber jetzt nichts zu essen dabei und dann bin ich ganz fix in den Rewe und habe mir das hier geholt und tatsächlich hat das sehr gut geschmeckt. Nutri-Score A. Falls euch das interessiert. Steht das hier auch drauf? Nö. Okay. Dann habe ich... Schade, ich finde es nur leider nicht mehr. Ich habe, bin doch immer auf der Suche nach einer veganen Hackalternative, ja. Und ich habe sie gefunden. Und zwar im Aldi. Und Aldi hat manchmal echt geile Angebote. Und zwar von Terra Vegan. Nee, doch, ja. No Bacon. So sieht es aus. Und ich finde es nicht mehr, und das ist eigentlich eine Bacon-Variante, aber das habe ich als, Hack-Alternative genommen. Und es war so toll, es war so lecker. Die Konsistenz ist so, also das ist so ein Stück, wisst ihr, aber das kann man so, also ich habe es so aufgebröselt. Und das hat so gut geschmeckt, das hat unheimlich gut geschmeckt. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Das hat 3,49 € gekostet und ich habe keine Ahnung, wo ich das noch herbekomme. Also wenn ihr wisst, wo ich das herbekomme, bitte, bitte, bitte sagt es mir. Und dann bin ich ja auch immer noch auf einer Suche nach einer veganen Käsealternative. Ich bin ja so ein Käsefreund. Also das mit Käse fällt mir wirklich schwer. Wenn ich irgendwann tatsächlich so rein vegan leben sollte, oder das ist ja gar nicht so abwegig, ich muss es anders formulieren, das, was mich an rein veganem Leben noch hindert, ist tatsächlich die Käsegeschichte. Oh, ich habe eine Blase auf der Zunge, ich kann gar nicht reden, das tut mir so weh. Ich habe aber von Vegans das Genießerstück probiert. Das sieht so aus, das kennt ihr bestimmt auch. Ich habe es leider doof aufgerissen. Ne? Und das kommt tatsächlich ganz gut hin. Also der Kopf muss sich einfach dran gewöhnen. Das ist auch ganz viel eine Kopfsache. Das ist total verrückt, wie der Kopf uns so alle im Griff hat. Der Kopf muss sich auch einfach dran gewöhnen. Und das Auge auch, dass da keine Löcher drin sind. Dass das von der Konsistenz her einfach auch anders ist, ja, aber es geschmeckt hat es echt gut. Und das sage ich als ganz großer Käsefan, ja. Dann habe ich noch die veganen Frikadellen von Mein Veggie-Tag probiert. Die haben gut geschmeckt, die habe ich aus dem Aldi. Aldi hat echt richtig gute Sachen, richtig gute vegane Sachen. Ja, das hat gut geschmeckt, ne. Das habe ich für einen Burger genommen, für einen veganen Burger. Und dann habe ich das hier noch alle gemacht. Das fand ich ja anfangs nicht so geil. Damit habe ich einen Nudelhack-Auflauf gemacht. Der auch gut schmeckt, aber es ist einfach, also, es
schmeckt mir noch nicht optimal. Wisst ihr, das, da würde ich auch echt drauf verzichten, wenn ich hier rankäme. Das ist für mich die optimale Alternative für alles, weil es echt, echt gut geschmeckt hat. Die Konsistenz war nicht eklig, es hat echt gut geschmeckt. Im Übrigen hatte ich unter dem Video, wo ich so ein bisschen ausgemistet habe, wisst ihr, diese Make-up-Geschichte, wo ich die ausgemistet habe, da hat jemand kommentiert, dass er den Kanal so, er findet, dass der Kanal sehr kommerziell, oder er oder sie, dass der Kanal sehr kommerziell geworden ist und dass ich ganz viele, so viele Dinge kaufe und sie kurz danach immer wieder verkaufe oder wegschmeiße, beziehungsweise aussortiere, das waren die Worte. Da habe ich so gedacht, nein, das stimmt eben nicht. Also ich habe jetzt meine Make-up-Sammlung aussortiert, weil sich da Sachen angesammelt haben von über 20 Jahren und ich brauche es einfach nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr so viele Sachen haben. Aber der Kanal ist halt kommerziell, ne? Ich stelle euch lauter Produkte vor und Bücher. Das ist halt ein kommerzieller Kanal. Aber das war er schon immer. Also ich meine, hallo. Das habe ich nicht ganz verstanden. Achso, und ich sollte ein paar mehr Rezepte. Also ich kann ja Rezepte vorstellen, ne? Aber und das mache ich dann auch, wenn ich irgendwie ein besonderes Rezept habe, dann würde ich euch das auch gerne vorstellen. Aber ich habe im Moment keine Rezepte und auch keine. Also ich was ist da mit Rezepten gemeint? Ja, das wollte ich euch mal erzählen. Weil mir das schon wichtig ist, dass ihr wisst, dass ich von meinem Konsumverhalten, also dass ich da sehr drauf achte, mir ist das schon sehr wichtig, ne? Ich habe eine Facebook-Seite erstellt vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Da ging es, nennt sich Free Your Stuff Salzwedel und da ging es da oder geht es darum, Dinge, bevor man sie wegschmeißt, einmal da zu posten, weil sie vielleicht jemand anderem noch gefallen oder nützen können, ja. Also ich bin da schon sehr, tatsächlich schon bewusst unterwegs. Bestimmt noch nicht, also ich bin noch lange nicht am Ziel, ne. Ich hätte es gern noch bewusster, aber ich finde, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Aber ich probiere halt auch einfach gerne viele Dinge aus. Wisst ihr, sowas wie dieses Volumending. Das finde ich immer noch super. Bin ich auch froh, dass ich es habe, ne? Aber dann kommt irgendetwas anderes dafür raus. Also ich brauche nicht viel, aber ich teste gerne. So. Wollte ich euch mal erzählen, weil ich das auch ein bisschen schräg fand. Aber ich kann natürlich auch gerne Rezepte vorstellen, wenn ihr es möchtet. Was sind denn jetzt da? Welche Rezepte wollt ihr? Mm-hmm.